Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Wir sind das letzte Mal an dieser Schrottschlucht hier stehen geblieben und wir müssen irgendwie einen Weg darüber finden. Über diesen ganzen Schrott und weiter in Richtung des Jedi-Tempels. Ah, den sieht man hier schon sogar. Beziehungsweise den nachgebauten Jedi-Tempel. Denn Katzan wurde so ein bisschen verrückt in der Zeit, in der er hier gelebt hat. Wer würde das nicht werden auf einem Planeten nur mit Schrott? Und giftige Dämpfen, das würde wohl kaum einem gut bekommen. Naja, auf jeden Fall ist der Kerl ein bisschen verrückt geworden. Und da hat er in seiner ganzen... Hört ihr auf? Die klauen mir meine Macht, jetzt check ich's erst. Und in seiner ganzen Verrücktheit hat er eben unter anderem... Nein, nein, nicht darunter. Das könnte unser Tod sein. Huh, das war knapp. Und in seiner ganzen Verrücktheit hat er eben unter anderem den Jedi-Tempel hier versucht nachzubauen. Weil er eben unbedingt wieder die Republik herstellen wollte. Ja. Armer Katzdan. Armer Kerl. Er hat sogar ein Jedi-Rad versucht nachzubauen. Aber das seht ihr dann noch. Aua, 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 aua. Was soll denn das? Nein, nein, der ist dringlicher. Nein. Oh, oh. Schrottmonster. Nicht gut. Großes Schrottmonster. Ich bin, glaube ich, eh gerade in meinen Untergang gefallen. Weil der hat mich gerade darunter gestoßen. Ich hoffe mal, ich sterbe. Nein, nein, nein. Nein. Verdammt. Ja, da muss man aufpassen. Sonst ist man ganz schnell mal tot. Oh, ihr geht mal schön sterben, ihr beide. Dass ihr mir nicht wieder meine Macht klaut. Oh, Gemeinheit. Ja, kennen wir alles schon. Nee, kann ich nicht überspringen, schade. Ich hatte gehofft, dass ich das vielleicht überspringen kann. Damit ihr euch das nicht ganz so antun müsst, aber... So, ich blitz Dings nicht wieder. Nee, den wollte ich eigentlich wegwerfen. So, und dich wollte ich blitzdingsen. Hier oben muss ich aufpassen, da kann ich leicht runterfallen. Das habt ihr ja gerade eben schon bewundern dürfen. Wie ich verzweifelt in die Tiefe gefallen bin. So, jetzt muss ich mich aber erstmal an dem Schrott-Titan, der sich da gerade eben aufgebaut hat, vorbei wagen. Der sieht nämlich nicht gerade freundlich aus. Angetrieben durch die Macht selbst, scheint er durchaus einen Gegner darzustellen. Einen gefährlichen. Der bewirft uns, glaube ich, auch mit Zeug oder so. Wir werfen mal seine eigenen Kollegen in ihn rein. Oh, da drüben ist noch ein Holocron. Bevor wir uns den Kerl schnappen, holen wir uns erstmal das Holocron, würde ich sagen. Den Holocrons, die brauchen wir auf jeden Fall. So, hopp, hopp, Holocron holen. So. So, das Holocron, jetzt können wir den hier auch mal angreifen. Wie gesagt, gegen technische Geräte wie den hier zum Beispiel, ist die Blitzattacke recht effektiv. Zumindest nicht, wenn er mich vorher angreift. Ah, ich kann die Blitzattacke noch nicht aufladen. Ah ja, ich verstehe. Hab viel zu lernen, ich noch habe. Aber auch die kurzen Blitze, die sind schon äußerst effektiv gegen ihn. Ah Mann, ich muss diese Viecher killen, die meine Macht die ganze Zeit wegnehmen. Und euch muss ich killen. Oh, oh, nicht sterben. Sterben ist böse. Nein, 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 weg. Ah, jetzt hat. So, den haben wir gekillt, dann müssen wir auch wieder ein bisschen Lebensenergie bekommen. Dich haben wir auch gekillt, du klaust mir keine Macht mehr. Aua, aber du explodierst. So, dann können wir mal den Kampf gegen die... Nein. Ah, wo blitze ich denn schon wieder hin? Ja, das hättest du wohl gerne, gell? Das hast du dir so vorgestellt, dass du mich so leicht besiegen kannst. Nee. Nicht mit mir. So. Ja, das Blitzdingsen ist effektiv gegen ihn. Wenn ich mit... Ah, ich kann ihn schon finishen. Ja, das ist aber schön. Naja. Dann finishen wir ihn auch gleich mal. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den so schnell besiegen können. Der sah eigentlich durchaus furchterregender aus. Aber ist mir recht. Lass mich noch schaffen, das Ding da irgendwie runterzubringen. Ah, ich glaube, ich weiß, wie das ging. Da musste ich hier hochspringen. Wenn ich mich recht entsinne. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Aber ich glaube... Ja, doch, hier sieht das doch kurz gut aus. Na komm.
Jetzt haben wir's. Haben wir uns den weiteren Weg freigeschaufelt. Konnten über die Schrottschlucht hinwegsteigen. Jetzt nicht sterben, das wäre... Nein, nein. Das habt ihr nicht gesehen. Nein, ich bin schon dumm, oder? Nein, das muss ich jetzt nicht im Ernst nochmal machen. Oh, nee. ich stelle mich aber auch dumm an manchmal. verdammte Mist. Nein. Ich sag noch nicht runterfallen und was mache ich? Ich fall runter. Ah, meine Freunde, was mache ich nur? Egal, so. Aller guten Dinge sind drei und jetzt schaffe ich es gefälligst auch. Jetzt weiß ich ja, wie ich mit all den Gegnern schnell fertig werde. So, dich erstmal töten. Damit du mir keinen Ärger mehr machst. Und dann diese kleinen Drecksviecher killen, die mir immer meine Macht nehmen wollen. So, du machst auch mal schnell den Abflug. Jetzt muss ich wieder warten, bis meine Macht nachgeladen ist. Oh, schnell das Ding durchgebrannt. Schneller, schneller, schneller. Zeit ist Geld. Ich will es in dem Part noch zu Kastan schaffen. Zu dem Herrn Paratus. Er ist nämlich durchaus eine Herausforderung. So. Ja, du warst ja kein großer Gegner für mich. Hä? Wo hat denn der seinen Spieß gerade hingeworfen? Komischer Kerl. Egal. Wir werfen das Schrottmonster. Oh, das zieht ihm auch viel ab, wenn wir Sachen in ihn reinwerfen. Okay. Das probieren wir gleich nochmal aus. Dann werfen wir nochmal irgendwas in ihn rein. Ja, immerhin das Holocron müssen wir nicht nochmal holen. Hallo. Wollen wir Freunde sein? Ne, ich glaube, wir wollen keine Freunde sein. Ne, der mag mich nicht. Verstehe ich gar nicht. Ich bin doch so ein netter Kerl. Oder seht ihr das anders? Ich bin doch nur hier, um seinen Meister zu töten. Hilfe, jetzt hat es mich fast wieder runtergehauen. Nee, nee, normal haut es mich nicht runter. Ganz so dumm stelle ich mich nicht nochmal an. Aua. Nee, 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 das passiert mir nicht. Das passiert mir nur zweimal. Komm, geh sterben. Aua. Was war denn das? Irgendeine Special-Attacke von ihm. So, jetzt aber hier. Den Finisher kennen wir ja schon. Das können wir schnell hinter uns bringen. Überhaupt keine Arbeit für uns. Jawohl, untot ist er. Schnell da hoch, so. Dich machen wir auch noch gleich kaputt. So, weg, weg. Okay, das ist eigentlich Verschwendung. Da hätten wir ihn auch einfach wegschleudern können. Das bringt nämlich eigentlich am meisten gegen solche kleinen Gegner. Das wegschleudern. Na komm. Na, dann halt nicht. Dann lass dich halt nicht packen von mir. Wo bist du denn? Ach, jetzt hat er sich... Die können sich auch so... So portalmäßig beamen von einem Punkt zum anderen. Das kann ich leider noch nicht. Naja. Kann ich später im Spielverlauf leider auch noch nicht. Beamen gehört leider nicht zu den Fähigkeiten des Star Wars Universums. Zumindest nicht, wenn man ein Sith-Schüler ist. Beamen, das ist natürlich eher Star Trek. Wobei ich sagen muss, ich bin eher ein Star Wars Fan als ein Star Trek Fan. Sieht man daran, dass ich hier ein Star Wars Spiel Let's Play und kein Star Trek Spiel. Boah, nicht nochmal runterfallen. Nicht nochmal runterfallen. Das, oh, Speicherpunkt, Speicherpunkt. Das wäre natürlich äußerst ärgerlich gewesen, wenn ich dann nochmal runtergefallen wäre. Ja, gleich wieder in die Schrottpresse rein, die Schrottwächter. Ja, du auch. Hey, nicht wegbeamen. Hey, könnt ihr nicht mal da verschwinden? Ihr seid mir im Weg. Da geht's weiter, da muss ich das Ding runterbiegen. Mit Hilfe der Macht. Mit meiner unendlichen Macht. Ja, ihr beiden da unten, ihr nervt mich irgendwie. Ich glaube, euch beiden... Ah, ich habe keine Macht mehr gehabt, deswegen konnte ich ihn nicht wegschmeißen. Nein. Nein, und wieder bin ich verreckt. Oh Mann, ich hab schon so eine Begabung fürs Verrecken, irgendwie habe ich so das Gefühl. Passiert mir schon öfters mal, dass ich mich so leicht dumm anstelle. So. Du fliegst weg.
Ja, das hat sie wohl gedacht, dass du dich von hinten anschleichst, gell? Ja. Nee. Nicht mit mir. Ah, ich habe jetzt wenig Macht. Wir sind entmachtet. Ich hasse diese Sprungpassagen in dem Spiel. Die sind immer so... Runter mit dem Ding. Ganz runter. Komme ich da schon drauf? Riskieren wir es einfach mal. Ja. Hat zum Glück gereicht. Ich bin nicht gestorben. Bin ich ja schon froh. Weiter geht's. Jetzt sind wir direkt am Jedi-Tempel schon fast. Viel fehlt nicht mehr. Muss vor allem diese Viecher hier killen. Diese kleinen Viecher. Weil die haben, können mir meine Macht rauben. Und ohne Macht bin ich ziemlich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes machtlos. Ja, okay, der Wortwitz war... Der Wortwitz war eher noch ausbaufähig, nennen wir es mal so. Ich gebe es zu, ich habe schon bessere gebracht. Aber es ist auch nicht immer einfach, an der passenden Stelle den passenden Wortwitz zu bringen. So, dich haben wir auch erledigt. Na klar, haben wir einen erledigt, kommt ein neuer her. Hm. Du fliegst mal nach da hinten weg. Ihr steht mir eh nur im Weg, weil euch muss ich eigentlich gar nicht killen, ich muss nämlich hier lang. Da ist ein Tor, durch das ich durch muss. Und da kommt bestimmt wieder ein Schrottwächter oder sowas. Ja. Ich hatte es geahnt, dass da wieder was kommt. Das war einfach so ein großer, freier Platz. Da musste ich einfach mit dem Schlimmsten rechnen. Wieder irgendwas in die reinwerfen. Das tut... der hält ein bisschen mehr aus als der vorherige. Ja, da freut er sich nicht so. Wenn er geschockt wird. Ah, fuck, was denn da schon wieder explodiert? Hätte mich ja fast in den Tod gerissen, was es auch immer war. Aua. Ja, ganz schwach ist der auch nicht. So ist nicht. Also, komplett unterschätzen darf man diese Gegner auch nicht. Komm, hau so rein in ihn. Mist, ich habe nur... Meine Lebensenergie blinkt schon. Das ist nicht gut, das ist absolut nicht... Ey! Das war aber weit weg. Hörst du auf, das Zeug auf mich zu werfen? Hörst du damit auf? Nein, den sollst du schocken. Genau, den da sollst du schocken. Oh, ich habe viel zu wenig Lebensenergie. Viel, viel zu wenig. Ich muss aufpassen langsam. Langsam wird er gefährlich. Wow, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Wenn er mich noch einmal erwischt, bin ich tot. Na, da oben sollst du es bestimmt nicht hinwerfen. Das lernen wir daraus, besser nicht erwischen lassen. Ah, finishen kann ich ihn immer noch nicht. Bleibe ich ihm besser noch ein bisschen fern. Halte ich ihn auf Abstand. So. Jetzt mal ein bisschen blitzen. Jetzt kann ich ihn finishen, jawohl. Es wurde langsam knapp zum Schluss. Da muss ich aufpassen. So, jetzt habe ich ihn, glaube ich. Ich glaube, drei sind es immer, oder? Mit der eigenen Waffe. Mit der eigenen Waffe ermordet. Das ist natürlich blöd. Puh. Falsche Richtung. Laufe ich schon wieder in die falsche Richtung. Was soll denn das? Oh, lass mich rein. Ich will in den Jedi-Tempel. Oh, da oben sind noch Holocrons. Schauen wir mal, ob ich die kriegen kann, die Holocrons da oben. Jawohl, natürlich kann ich die kriegen. Ich bin ja ein schlauer Jedi. Und bevor wir zu dem... da reingehen in den Jedi-Tempel, würde ich sagen. Trainingsraum? Nee. Upgrade ich nochmal schnell meine Macht. Meine Upgrades. Meine Macht. Dinger, sonst... Oh, jetzt haben wir schon viel angesammelt. Da verbessern wir mal irgendwelche Fähigkeiten. Braucht man eh alle nicht. Bin da nicht so der Fan von so Kombos, das habe ich auch schon mal erwähnt. Hier, die Stärke, die brauchen wir auf jeden Fall. So, jetzt haben wir schon mal volle Lebensenergie. Machtfokus, jeder Rang steigert deine maximale Machtenergie. Verbessern wir auch mal. So. Vitalität, jeder Rang, die Gesundheit, die du pro besiegten Gegner zurückgewinnst, ja. Da brauchen wir zwei. Widerstandsfähigkeit, Kampfmediation, jeder Rang verringert die Zeit, die zum Aufladen deiner Machtkräfte benötigt wird. Naja, dann lassen wir es mal so. Und schauen, was wir uns hier noch kaufen können. Machtblitz, verbessern wir einen Machtblitz mal, der ist echt immer effektiv. Und dann geht's weiter. Möglicherweise zum Endgegner höchstpersönlich. Zum guten Paratus selbst. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind jetzt zu ihm. Wir bewegen uns im Jedi-Tempel nach oben. Ja. Kastan Paratus, endlich.
Keine Angst, Meister. Ich schütze euch gegen den Sith. Ah ja, ich bin aber der Sith. Ach nee, er schützt den anderen Meister. Er hat sich da ja selber was zusammengebaut, und zwar hat er sich den Jedi-Rat selber zusammengebaut. Der heißt jetzt Jedi-Unrat, heißt der bei ihm. Aber es ist im Prinzip auch nur der Jedi-Rat, also er ist besessen, hier hat er den Jedi nachgebaut, den Jedi-Rat. Ja, ich zerstöre deinen geliebten Tempel, den Jedi-Tempel, der eigentlich gar nicht der Jedi-Tempel ist. Aua. Ja, ich habe mir extra die Blitze verbessert. Dann kannst du gleich mal spüren, wie ich sie verbessert habe. Ich sehe schon, die Begeisterung ist ganz groß bei ihm über meine neue Blitzverbesserung. Blitzblank sind die, mache ich ihm. Aua. Ah, ich muss aufpassen. Also ganz achtlos darf ich auch nicht in ihn reinlaufen. Nein, geh doch weg. Aber gegen Blitzfähigkeiten, da schaut der gute Kastan ziemlich alt aus. Ah, geh doch weg. Weich doch aus. Ah, du bist in einer Machtparade. Drücke Y, wenn die Nadel die rote Zone erreicht. So, jawohl. Das war schmerzhaft für ihn. Das hat ihm wehgetan. Nein, nein, nein. Nicht wieder mich jagen. Nicht wieder mich jagen. Er ist übrigens ein Ali, wollte ich schon sagen. Er ist ein Alina. Also die Rasse, von der er ist, heißt Alina. Und dieses Ding, was er da, auf den er läuft, dieses Exoskelett, was er da anhat, das hat er sich selbst gebaut. Also, ja. Da sieht man schon, dass er ein sehr faker Baumeister ist. Aber auch das wird ihm leider nichts bringen, befürchte ich ihn. Oh, Schrott-Titan. Nicht gut. Gar nicht gut. Verdammt, Schrott-Titan. Gegen den letzten Schrott-Titan hatten wir ja unsere Probleme. Ich hoffe mal, mit dem kommen wir besser klar. Aber so auf kleinen Raum, auf so kleinem Raum, da ist der Schrott-Titan durchaus eine Herausforderung, würde ich sagen. So, schnell mal wieder reingehauen in den Schrott-Titan. Ah ja, da geht die Lebensenergie runter. Da ist Yoda hier, wo ich gerade stehe. Hat er Yoda nachgebaut. So, nochmal in den Schrott-Titan reinmachten. Naja, da schaut er alt aus, der Schrott-Titan. Da kann er einpacken. Da wird er verschrottet, der Titan. So, jetzt haben wir ihn auch. Jawohl, und sie haben ihn auch schon gefinisht. Das Gute ist, wir kriegen von ihm wieder Lebensenergie. Und die können wir noch gebrauchen, weil Kastan ist ja kein unbedingt leichter Gegner. Aua. Im Jedi-Orden hat er sogar Jünglinge ausgebildet, da er ja Chefmechaniker war. Aua. Ah, ich schaffe es irgendwie nie, die Sachen anzuvisieren, mit denen er mich da abwirft. Oder kann ich ihm normalerweise auch noch Schaden machen? Na, wirfst du nochmal was auf mich? Ah, wieso schaffe ich denn das nicht? Egal. Blitzdingsen wir ihn. Wenn wir ihn blitzdingsen, das tut ihm auch ordentlich weh. Ah, ich muss mal weggehen. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Schnell weg hier. Bevor er uns wieder angreift. Aua. Allzu weit darf ich aber nicht weg, sonst... Weil er hat auch so einige Fähigkeiten, mit denen er mich kriegen kann. Wenn ich ein bisschen weggehe. Ah. Deine Meister ist tot. Na gut, Yoda ist noch nicht tot, aber... Ich vermute mal, denkt, dass Yoda tot ist. Weil er kann ja nicht wissen, dass ein paar Jedis noch leben. Er lebt ja hier zurückgezogen auf Ruxus Prime. Denkt, er ist möglicherweise der letzte Jedi, der noch lebt. Ich weiß es nicht. Weiß nicht, was in seinem kranken Hirn so vorgeht. Ah, visier den doch mal an. Wer doch mal anfangen. Nein, den sollst du anvisieren, ja. Jetzt verrät gleich noch, weil er ihn nie anvisiert. Nein, 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 nein. Wow. Verdammt. Au. Au. Arsch. Das ist nicht gut. Nein, nein, nicht sterben. Nicht sterben. Nein, nein, nein. Böser. Mist. Mist, er hat uns gleich. Gleich hat er uns. Nicht gut. Ich kämpfe hier äußerst schlecht. Also normalerweise bin ich besser in dem Spiel, aber es ist halt echt schon etwas länger her, da ich das Spiel gespielt habe. Nein. Er kann mich in der Luft erwischen. Das ist blöd. Ja, er kämpft für seine Meister, für Meister Yoda. Und gegen die Machtangriffe sehe ich alt aus.
Ah, Hilfe. Er bewirft mich wieder mit Zeug. Ah, jetzt werfe ich es aber zurück auf ihn. Ah, man muss wenigstens muss man den Kampf nicht wieder von vorne anfangen. Das ist schon mal angenehm. Das wäre natürlich noch ärgerlicher gewesen. Nein, meine Macht ist noch nicht wieder nachgeladen. Jetzt ist meine Macht nachgeladen. Es gibt auch irgendeinen Machtangriff. Ich weiß nicht, ob ich den... Nee, den habe ich, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Wo er am Ende so ein mit einen Blitz macht. Also XXY war es, glaube ich. Nee, die Attacke habe ich leider noch nicht. Egal, die bekomme ich bestimmt noch. Aber momentan habe ich sie noch nicht. So, jetzt lasse ich mich aber nicht mehr so leicht besiegen. Also das ist schon erbärmlich, was ich hier abliefere. Normalerweise, ja, auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad habe ich diesen Gegner mal besiegt. Jetzt schaffe ich es nicht mehr auf dem zweiten, oder was? Aber auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad, da habe ich vielleicht ewig, ich glaube, da habe ich, weiß nicht, 3 Stunden oder so versucht, ihn zu besiegen. Das war vielleicht ein Triumph, als ich ihn besiegt hatte. Der war vielleicht sowas von gemein da auf dem Schwierigkeitsgrad. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich meine, hier ist er ja noch gut machbar. So, jetzt haut er wieder ab und schickt mir einen Titan auf dem Hals, vermute ich mal. Ja. Oder? Was kommt? Kommt ein Schrott-Titan oder bewirft er mich nur? Er kann sich noch nicht so recht entscheiden. Nee. Stirb. Irgendwie erinnert er mich so ein bisschen an Gollum. Der redet auch immer so. Stirb. Garstige Hobbits. Aua. So. Schrott-Titan, geh sterben. Du hast sowieso keine Chance gegen mich. Aua, ja, nur gegen zwischen seine... Wir merken uns, zwischen die Füße des Schrott-Titans kommen. Nicht gut. So, wir fliehen noch ein bisschen vor ihm. Verwirren ihn ein bisschen, bis unsere Macht wieder aufgeladen ist. Und dann hauen wir wieder voll zu. Ah, Hilfe, ich bin gegen irgendwas geflogen. Gegen irgendwas Unsichtbares, gegen eine unsichtbare Wand oder so. So, wieder weg. Wieder weg, bevor er wieder... aus seiner Erstarrung aufwacht. Hey, ich war weit weg. Wieso hat mich das erwischt? So, und dann finishen wir ihn auch schon. Keine Chance. Da musst du dir schon was Besseres ausdenken, Katzan. Als so eine Schrott-Titane. Pah. Das ist ja Kindergarten. Kindergarten für einen Krieger wie mich. Ach, da bist du ja wieder. Aua. Er bewirft mich wieder mit Zeug. Ja, ich kann das Zeug jetzt mittlerweile auch zurückwerfen. Ich bin nicht ganz so unfähig. Nee. So. Wieder auf ihn drauf. Ach, er ist wieder da. Erst auf meine Angriffe zu blocken, das kann ich ja gar nicht haben. Das mag ich ja gar nicht, sowas. Nein, falsche Richtung. Ah, Mist. Der ist gemein. Ah, das ist was Gutes. Da können wir ihn besiegen mit solchen Attacken. Aua, im Nahkampf sollte man nicht gehen. Da kommt er mit seiner Lichtlanze, heißt das bei ihm. Das ist kein Lichtschwert, das ist eine Lichtlanze. Und die ist gefährlich. Hat er sich übrigens auch selber gebaut. So, jetzt haben wir ihn aber gleich, oder? Jetzt müssten wir ihn eigentlich sehr bald finishen können. Es sei denn, er... Ah, ja. Ups, da habe ich es wohl verkackt. Egal. Jetzt sind wir schon im Finisher drinne. Jetzt können wir ihn auch endgültig zermatschen. Auf jeden Fall ein sehr cooler Kampf gegen ihn. Auch wenn er keine Chance gegen uns hat. Weil wir mit jedem Kampf werden wir mächtiger. Oh. Aua. Verzeiht mir, Meister. Ich habe wieder versagt. Was ist das? Ist er eins mit der Macht geworden, oder was war das für ein Blitz? Juno, ich bin fertig. Ja, wir haben fertig hier. Sind mit der Mission zu Ende, und bevor wir die nächste Mission anfangen, würde ich fast sagen, wir beenden die Folge an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Servus.